Heute zeige ich dir, wie du deine OMI-Token auf das Tangent Wallet schicken kannst und wie du sie auch von dort schicken kannst. Das alles jetzt in diesem Video. Und ich würde sagen, starten tun wir damit auch direkt in der Tangem Wallet selbst. Ich werde an dieser Stelle hier das nebenbei kurz einblenden, wie das Ganze denn aussieht. Denn zuerst müssen wir natürlich hier auch unseren Token mit einfügen und das müssen wir dann unter Manage Tokens. Ich habe es jetzt in dem Fall hier tatsächlich schon einmal hinzugefügt mit OMI Token, weil ich jetzt selber auch meine Token dort halte. Und dann müsst ihr sozusagen hier auf Manage Token gehen. Dann könnt ihr hier beispielsweise den OMI Token oben suchen. Ihr seht das jetzt bei mir. Bei mir ist der jetzt natürlich schon hinzugefügt. Deswegen mache ich mal ein Beispiel mit einem Token, den ich jetzt noch nicht hinzugefügt habe. In dem Fall zum Beispiel hier mit Lido Ethereum Staking. Ist im Prinzip überall der gleiche Prozess, wenn ihr es mit Ecomi auch macht. Ihr klickt hier auf diesen Button drauf, Save Changes. Dann holt ihr hier natürlich eure Card raus, haltet die dran, wird das direkt hier sozusagen auch confirmed. Das Ganze ist dann. Und wir sehen, hier unten ist dann auch Lido Staked ETH sozusagen verfügbar. Und dann könnt ihr hier, beziehungsweise das kann ich jetzt euch auch bei Ecomi zeigen, geht ihr auf Ecomi drauf, klickt auf Received und kopiert euch hier die Wallet-Adresse. Wenn mir jemand hier OMI Token schicken möchte, kann er das natürlich gerne machen. Ich bestehe aber nicht drauf. Anschließend gehen wir dann mit der kopierten Adresse in unsere Exchange, von der wir OMI Token schicken wollen. Und in diesem Fall benutze ich jetzt Bitget. Bitget ist auch meine Partnerbörse. Wenn ihr Lust habt, da auf jeden Fall auch ein bisschen was zu sparen, könnt ihr gerne über den Link in der Description auf jeden Fall auch euch über meinen Raffle-Link einen Account anlegen. Ihr bekommt da 20% Provision übrigens noch. Nun wollen wir den OMI Token auszahlen, also klicken wir hier oben auf Auszahlen und können jetzt hier, anschließend können wir dann jetzt hier den OMI Token auswählen. Wir können jetzt an dieser Stelle natürlich hier noch die Chain wechseln. In diesem Fall ist es natürlich nur ETH. Wir können hier dann die Adresse eingeben, klicken auf Weiter und müssen jetzt natürlich hier noch confirm, wie viel OMIs wir jetzt wirklich verschicken möchten. In diesem Fall Handelsgebühr 7200 OMI, ist relativ standardmäßig. Wir klicken auf Auszahlen und anschließend müssen wir hier noch zustimmen, sowie zwei, drei Sicherheitsverifizierungen machen und dann sind die OMI-Token auch gleich schon auf unserer Wallet. Und jetzt seht ihr auch schon, hier ist gerade die Transaktion angekommen. Ihr seht zu Today und wir können jetzt hier draufklicken. Wir können uns das Ganze nochmal anschauen auf Etherscanner etc. Das auf jeden Fall zum Versenden von OMI-Token von einer Exchange auf das Tangem Wallet. Solltet ihr jetzt nun eine Auszahlung machen wollen, dann klickt ihr natürlich hier auf Send. Ihr könnt jetzt hier den OMI-Betrag auswählen. Ich möchte jetzt zum Beispiel mal hier 100.000 OMI verschicken, die Adresse eingeben und dann können wir das Ganze verschicken. Was ganz wichtig hier auch ist, ihr braucht ETH auf dem Tangem Wallet, um hier die Transaktionsfees zu bezahlen. Ansonsten, ja, funktioniert das Ganze natürlich nicht. Dementsprechend, das ist tatsächlich das einzige Manko, was ich auch so ein bisschen habe mit dem Tangem Wallet. Aber ansonsten, meiner Meinung nach, wirklich sehr, sehr gut. Und die Fees halten sich auf jeden Fall auch immer noch im Rahmen. Ich glaube, es waren immer so durchschnittlich bei mir 5 Dollar in etwa, die ich dann an Fees bezahlen musste, was noch in Ordnung ist für die ETH-Chain, wo man ja manchmal wirklich absurde Zahlen hat, die man braucht, um das Ganze senden zu können. Alles sehr, sehr simpel, meiner Meinung nach. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zum Tangem Wallet und wie ihr das benutzt richtig, dann schreibt es mir auf jeden Fall unbedingt unten in die Kommentare. Und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Und bis dahin, euer Captain. Ciao, ciao.